Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht Fachkräfte durch Mobilisierung im Inland und in der Europäischen Union und ja auch durch gezielte Anwerbung von Menschen in Drittstaaten hier nach Deutschland zu kommen. Und um die geht es heute. Und ich will gar nicht verhehlen, Frau Ministerin, dass Ihr Gesetz punktuell bei Pflegehelferinnen, bei Lkw-Fahrern, beim Familiennachzug, bei der blauen Karte auch durchaus Positives aufzuweisen hat. Aber wir brauchen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das diesen Namen auch verdient. Und diesem Anspruch wird Ihr Gesetz nicht gerecht, werte Kolleginnen. Ihre Antwort auf nahezu alle Fragen heißt, die Anforderungen an die Qualifikation zu reduzieren. Und damit verkehren Sie die Fachkräfteeinwanderung, wie wir sie gemeinsam mit Ihnen in der letzten Koalition gemacht haben, zum liberalsten Einwanderungsgesetz, das es weltweit gibt. Damit verkehren Sie es in eine Einwanderung von Minderqualifizierten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Arbeitsmarktinstitut IAB hat die Zahl der offenen Stellen bei rund 1,8 Millionen festgesetzt. Davon 80% von Personen mit Berufsschulabschluss oder Hochschulstudium und nur 20% oder rund 400.000 Stellen für Ungelernte und Minderqualifizierte. Und diese 20% müssen und können wir aus dem Potenzial schöpfen, das schon in Deutschland ist oder uns täglich noch weiter zugeführt wird. Dafür brauchen wir keine anderen Regelungen. Für die 80%, die die Wirtschaft fordert, die wir brauchen, die die Union will, bietet Ihr Gesetz fast gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum ist die Qualifikation so wichtig? Weil wir es bei der Flucht, anders als bei der Fluchtzuwanderung, mit Menschen haben, die wir hier dauerhaft ansiedeln wollen, die hier sich integrieren sollen mit ihren Familien, die wertvolle Teile unserer Gesellschaft werden sollen. Und da gilt dasselbe wie für die heimische Bevölkerung. Eine gute Ausbildung, eine gute Qualifikation ist der Garant für einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz und auch die Verhinderung der Einwanderung in die Sozialsysteme. Und deswegen müssen wir an der Qualifikation festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt schafft die Ampel eine Potenzialsäule mit Punktesystem. Dafür reicht zukünftig eine zweijährige Ausbildung nach dem Maßstab des Herkunftslandes, nicht mehr nach unserem Maßstab. Und Frau Faeser, Sie haben es angesprochen, Sie waren sich nicht zu schade, gemeinsam mit dem Minister Heil nach Kanada zu reisen und uns Kanada als Vorbild zu verkaufen. Dabei ist Kanada nicht mit Deutschland vergleichbar. Wir haben in Kanada ein Überangebot an Menschen, die dort einwandern wollen, mit guter Qualifikation. Dieses haben wir nicht. Wir haben in Deutschland ein Unterangebot. Kanada macht strengste Voraussetzungen für diese Einwanderung. Kanada macht eine echte Bestenauslese. Nur die Obersten im Ranking kommen hinein. Sie machen genau das Gegenteil mit Ihrem Punktesystem. Sie machen ein Downgrading auf das absolute Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können. Und ein weiterer Unterschied, Deutschland ist ein ausgeprägter Sozialstaat, und das wollen wir auch erhalten. Kanada kennt dies nicht ansatzweise. Und deswegen ist es in Deutschland besonders wichtig, dass wir dieses Sozialsystem auch schützen vor Missbrauch. Und Sie gefährden dies mit Ihrem Gesetz, das Sie heute hier einführen. Und deswegen ist es kein Gesetz, das auf diejenige Personengruppe abzielt, die wir alle tatsächlich in Deutschland brauchen, die die Wirtschaftsverbände auch fordern, die Fachkräfte. Sie helfen, hier würden eher schnellere digitale Anerkennungsverfahren helfen. Eine echte Trennung etwa zwischen Fachkräfteeinwanderung einerseits und Asylfluchtzuwanderung andererseits. Wir schlagen deshalb vor, dass wir hier eine neue Bundesagentur für Einwanderung schaffen, eine Work and Stay Agency, die tatsächlich auch die überlasteten Ausländerbehörden in den Kommunen entlastet und damit für schnellere Verfahren sorgt. Und letzte Bemerkung, Herr Dörr.
Seit den 60er Jahren ist das Auswärtige Amt von Ministern besetzt, die allesamt der Ampelparteien angehörten. Sie schaffen es nicht, die Visa-Verfahren zu beschleunigen. Und auch jetzt die Ministerin Baerbock schafft das nicht. Und deswegen schafft dieses Gesetz keine Vorteile für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, echte Fachkräfte in der Welt hier für Deutschland zu gewinnen. Herzlichen Dank.